Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Project Ozone 2 Kappa Mode. So, wieso schauen wir uns heute hier diese Black Lotus an? Ganz einfach, ich war ja jetzt eine längere Zeit nicht da. Hatte dann so ein bisschen gedacht, okay, sollte jetzt voll werden und ich bin echt enttäuscht, dass es nur 190 sind. Also diese 190 Black Lotus sind echt nur aufgetaucht, als ich hier diese neue Base gebaut habe. Ja, ich habe mir gedacht, keinen Bock mit Stein zu bauen, machen wir hier mal was Cooles Neues hin. Wir haben jetzt hier, das dürften jetzt insgesamt 16 kann man sein, 20x20. Also ich würde sagen, wir haben schon mal gutes Platz. Hier habe ich auch schon fast komplett aufgeräumt. Ja, das war gut. Wir haben nämlich hier diese Cardboard-Boxen gemacht. Damit können wir einfach so ohne Probleme verschieben, glaube sogar fast jeden Block. Ich glaube, so ein paar gehen nicht. Und dann fange ich jetzt langsam an, hier alles rüber zu räumen. Einzig, was ich ein bisschen doof finde, ein Drawer hat sich hier verdreht mit dem dämpften Tangstenohr. Aber naja, kann man nichts machen. Nein, du sollst nicht dahin. Du sollst dahin. So. Ja, das wollte ich. Hier, Pegax. Bei dem so. Gut, haben wir wieder alle. Na. Einer fehlt und zwar hier. Sehr schön. Einzige, was noch nicht drin ist, ist die Decke bei allen Kammern. Aus einem bestimmten Grund, weil ich möchte dafür Painted Glowstone benutzen. Und naja, dafür brauchen wir noch eine Maschine und so weiter. Aua. So, ich werde jetzt aber wie gesagt nach und nach erstmal alles rüberräumen. Ich glaube hier die Siebanlage können wir sogar größtenteils schon abschaffen. Weil wir werden ja jetzt eh langsam auf die Magical Crops gehen. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch, dass die hier leer laufen. Das müssen wir noch alles machen an Magical Crops und deswegen würde ich auch behaupten, wir haben ja jetzt mal einen guten Fortschritt gemacht mit den Capacitor Seeds. Hier haben wir jetzt überall alles voll. Könnte ich noch upgraden, werde ich auch noch machen. Momentan werden die erstmal ausgewollt, weil ich nicht wollte, dass da ein Überfluss entsteht und sowas. Dann packe ich mal hier rein. So, schauen wir uns mal an für die AgriCraft. AgriCraft Farming Station, genau. Was wir dafür brauchen, wir brauchen erstmal eine normale Farming Station. Dafür braucht man Zed Logic Controller. Das sollte kein Thema sein. Pulsating Crystals, ja, ist auch kein Thema. Energetic Alloy Gears und Machine Chassis. Die werde ich sogar jetzt mal gucken. Wie viel Stahl haben wir? Wobei, wir brauchen ja eigentlich nur eigentlich davon. Bereiten wir schon mal die normale Farming Station vor. Ah ne, ist ja jetzt da drüben. Ich werde das hier dann, wenn das alles fertig ist, werde ich auch noch offscreen zu Ende bauen. Also wenn alles rumgeräumt ist. Weil ich wollte in die Mitte noch eine kleine Insel machen. So. Können wir hier hinpacken. Energetic Alloy Gears und so weiter. Dann machen wir jetzt auch alles. Das war eine Steelhoe, oder? Das ist eine Stahlruhe. Genau. Alles gar kein Thema. So, wir brauchen zwei Eisen. Ich wollte schon fast sagen, wir haben kein Eisen mehr. Der ist zwar gut. So, zack, 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 zack. Haben wir. So, Energetic Alloy. Sind das mit Basic Gears, nicht mit Iron? Haben wir noch Energetic Alloy? Nein. Wir brauchen vier Stück, also brauchen wir 16 Energetic Alloy. Glowstone habe ich jetzt hier gar nicht mehr da. Theoretisch gesehen müsste doch auch das Basic Gear gehen, oder? Also wir können auch einfach so kaufen, ja gut. Dann ist mir das Latte. So, Gamescom ist rum. Ich war mit ein paar Freunden wie jedes Jahr da. Am Samstag dieses Jahr. Dieses Jahr sogar, war es ja der letzte Tag. Hat Bock gemacht. Hat schon echt Bock gemacht, muss ich sagen.
Für mich hat es sich auch was gelohnt. Ich habe mit PS4 gewonnen. Kam dann so gestern schon die Nachricht rein. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sie haben bei unserem Gewinnspiel teilgenommen. Sie haben eine PlayStation 4 gewonnen. Und ich so. Gut. Nächstes Mal, sie wollten mich das Rad verarschen, oder? Und ich denke mir so, geil. Richtig, richtig geil. Das kann ich mir hier reinpacken. Wir brauchen noch Solarium. Da wollen wir gerade vorbereiten. Ich habe mich, glaube ich, echt ein bisschen verarscht gefühlt. Ich war happy. Ich war in dem Moment einfach alles. Werde ich auf jeden Fall auch ein Bild auf Twitter hochladen, oder wenn ich da habe. So, zack, zack, zack. So lange wollte ich machen, nur schon eine Stunde. Sehr schön. Zack, zack. Was brauchen wir noch? Pulsating Crystals haben wir. Wir können die Ender Diamonds dafür schon mal machen. Zwei Diamonds, haben wir hier dafür noch da, ja Siggi. War das mit 4 oder mit 8? Ich meine mit 4 sogar. Jo. Alles klar. Und wir brauchen jetzt hier 16 Eisen, so war das. Zack, zack. Sehr schön, es läuft. Das ist fertig. Ich muss mal hier das In-Out ausmachen. Reicht, wenn du pushst. So, zack, zack. Mach mal fertig. Dann können wir währenddessen schon mal hier die Gears machen. Ja. Ne, ich habe so ein paar geile Spiele gesehen. Auf Biomutant freue ich mich richtig. Das hat schon gut ausgesehen, muss ich sagen. Je nachdem, wenn es dann rauskommt und es da keinen Stress gibt, irgendwie mit GEMA oder so mit anderem oder keine Ahnung, was die ganzen Idiotos heißen, könnte ich mir vorstellen, da mal ein Let's Play von zu machen. Das haben wir in einem richtigen Potenzial zum Spiel aus. So, und so gut vorbereitet wie ich bin, habe ich natürlich vergessen nachzuschauen, mal kurz das Mikro richtig hingedreht, habe ich vergessen nachzuschauen, was für Module wir brauchen für die Agricola Farming Station. Das war nämlich ein bisschen doof, was man da machen musste. Können wir ja mal gerade nachschauen. Module. So, Farming Base Module, das brauchen wir generell für die Maschine gleich, oder? Ja. Farming Intelligence Module war für Crossbreeding, Seed Multiplying, Plant Upgrading Module, Seed Sorting Module. Ich meine, ich kann mich erinnern, dass wir das Breeding Modul brauchen und nee, Crossbreeding haben wir nicht gebraucht. Seed Harvesting auf jeden Fall. Seed Analyzer. Harvest Analyze Plant Modules. Und ich glaube, das war's. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Müsste ich dann gleich nochmal nachgucken. Ich nehme schon mal mein Handy rüber, dass ich dann währenddessen mal ganz kurz nachgucken kann. Aber ich mache natürlich hier jetzt auch weiter, keine Sorge. So, zack. Moment, das ging schnell. Ja. Was brauchen wir denn jetzt noch? So, zack. Wir sollten jetzt eigentlich alles haben. So, zack. Das und das. Das, das. Das und das. Sehr schön. Die Farming Station haben wir. Und jetzt brauchen wir hier diese Farming Base Module. 8 Stück. Auch mal Capacitor Line. Und keine Capacitor Shells. Oh, und wir brauchen diese Machine Chassis. Dann machen wir davon nochmal ein paar. Ich
Ich glaube, 8 sollten reichen. Okay. Dann brauchen wir noch Iron Bars und Steel. Machen wir dann doch erstmal nur für. Und so haben wir Eisen am Mess. So. Gehen wir rüber. Ich bin gerade noch ein kleines bisschen heiser. Wir hatten gestern bei mir auf der Arbeit beim Poco, hatten wir Sommerfest gehabt. Und da hatten wir mal gut was getrunken. Also, naja, wie es sich gehört. Okay, PO2. Agricraft. Farming. Mal gucken, ob wir darüber schon was finden. Sehr schön, den haben wir fertig. Ich habe auch hier was gefunden, das lädt gerade. Okay, wir brauchen. Ja, jetzt habe ich es wieder im Kopf. Wir brauchen Breeding, Seed Harvest, Seed Analyzer, Plant Upgrading und Seed Sorting. Okay. Machen wir jetzt erstmal die Base Modules. Okay, wir brauchen Conductive Iron und dann Electrical Steel. Electrical Steel müssten wir vorbereiten, Conductive Iron auch, ja super. Ich kann mich noch an der Zeit erinnern, da war alles so gut wie vorbereitet. Aber naja, das war eine schöne Zeit. Eine Axt würde ich trotzdem behalten. So, Kohle können wir uns ins Deck nehmen. Alles klar, dann machen wir zuerst das Conductive Iron fertig. Zack, zack. Kohle kann pulverized werden. Wir können ja generell dann schon mal schauen. Boah, wir brauchen viele. Okay, wir brauchen verdammt viele. So, wir können das schon mal vorbereiten. Das sollte ja nicht das Thema sein. Da, Machine Housing, Iron Ingots Home. Haben wir schon mal 24. Wir können ja noch nachmachen, das ist ja nicht das Thema. So. Packen wir das hier rein, das da rein und das. So. Platzieren wir die schon mal hier hin, damit würden wir 20 hinkriegen. Cropsticks. Nehmen wir Acacia Wood. So, 20 rein. Der Rest kann dahin. So. Seed Harvesting braucht ein Farming Base. Das ist sehr gut. Okay, Breeding braucht ein Base. Das ist auch gut. Sind wir bei 18. 19. Okay, da sind wir schon bei 27. Wir brauchen 44, alles klar. Gut. Wieder ist ein Zombie. Wo kommst du denn her? Geh mal weg, Junge.
Ach, von da oben. So, leckt mich. Ihr könnt mich mal. Okay. Merke, wir müssen noch ein bisschen vorbereiten. Komm, das reicht gerade. Bereiten wir dann schon mal die Teile vor. So. Organic Capacitor haben wir ja auch jetzt. Was ich ja immer noch so krass finde, es gibt einfach viele, die behaupten, es wäre es nicht wert, diese Seeds zu machen. Ich würde behaupten, wir haben jetzt 2048 Octadeck Capacitor. Wenn wir uns die jetzt mal anschauen. Aha. Aber allein hier mal den normalen anschauen. Was wir hiermit für einen Aufwand hätten. Die sind nicht wert. Da wird ja also nichts kommen. Soll ich nicht? Nein. Komm schon. Ich wünsche mir echt, dass es hier noch dieses Upgrades geben würde. Die Kapazität ist aus von der 1.10 schon. Weil die sind echt cool. Aber naja. So, haben wir eins fertig. Was können wir damit machen? Moment, wir brauchen ja... Wir brauchen noch einen Soulbinder. Alter. Gut, dass ich das gesehen habe, dann machen wir doch den schon mal. Dann können wir mal was zu tun währenddessen. Wir brauchen zwei Pressurized Fluid Tanks. Das heißt, wir brauchen Darksteel und... Ich hasse es. Okay. Das ist kein Thema. Es ist eigentlich alles kein Thema, aber ich muss vorbereiten. Kriegen wir kein Darksteel darüber? Bitte. Genau, Mann. Gut, dann. Weil die Seeds habe ich natürlich nämlich gemacht, ne? Ich habe Quarz Seeds, das heißt, Dark Steel habe ich gemacht, der Electric Steel. Ich habe schon einige gemacht, so ist es nicht. Weißt du was? Wir lassen das nebenbei laufen. Schauen wir einfach mal in den Quest rein, damit die Folge nicht komplett useless wird. Genau, Epsilon hat mir freigeschaltet. Wir können jetzt Compressed Iron machen. Was uns jetzt ermöglicht, dass wir jetzt auch Zugang haben zu... Alter! Alter! Okay. Habe ich mich gerade zu Tode erschrocken. Ich weiß nicht wieso, bei mir hat sich gerade auf dem PC die Twitch Desktop App irgendwie mal ganz schnell mit einem Stream verbunden und da kam auf einmal gerade sammelschnell Werbung. Da habe ich mal ganz schnell die Folge unterbrochen, weil ich jetzt keinen Bock habe, dass da irgendwie noch was contentmäßig oder sowas kommt. Alter, hab ich mich erschrocken. Ich bitte auf jeden Fall vielmals um Verzeihung. Wie hatten die sich jetzt gestartet? Alter, hab ich schwer als Kasper bekommen. Auf jeden Fall, was ich eben sagen wollte, wir können ja jetzt Compressed Iron machen. Mal gucken, ob wir so einen ganzen Stack machen können. Geht das über Tiny TT auch? Interessiert mich jetzt.
Komm, wir machen uns mal gerade eine Obsidian-Plattform. Machen wir mal so. So, das dahin. Flintenstiel. Kein Flintenstiel dabei. Dann machen wir uns einfach gerade einen Lever. Boah, ich habe immer noch so einen kleinen Herzinfarkt hin. Ich frage mich jetzt echt, wieso der jetzt starten musste. Alter Fenne. Und? Gut. Merke, deine TNT ist von Arsch. Dann müssen wir doch TNT nehmen. Und dann fangen wir auf die Signale, weil wir mich jetzt verarschen. Alter, dieses Modpack. Okay, wie kriegen wir jetzt Signale am schnellsten her? 30. Komm, das machen wir einfach gerade dazwischen. Ich habe natürlich stattlich zu viel genommen. Und zack. Uff, ich hoffe, dass es jetzt keine Probleme gibt. Ansonsten darf ich diese Folge schon wieder unternehmen. Aber eigentlich dürfte es nicht. So, Signal um haben wir. Dann nehme ich jetzt aber vielleicht nicht. So 10 Blöcke dürften ja reichen. Wobei ich mache das noch zu Ingots. Ein Red Alloy Ingot war das und 4 Gunpowder. Müssten wir. Hier machen. So, jetzt aber nochmal TNT. Dahin. Vielleicht. Ach komm doch, lass mal da. Und jetzt bitte. Compressed Iron haben wir. Sehr schön. So, damit, dass wir jetzt Compressed Iron haben, haben wir auch Zugang zur Pressure Chamber. Die werde ich dann in der nächsten Folge mit euch zusammenbauen. Und ich werde dann jetzt hier auch was vorbereiten. Weil, naja, das war ja ein Witz hier. Auf jeden Fall. Compressed Iron haben wir. Wir haben jetzt wieder Electrical Steel und so weiter. Davon werde ich auf jeden Fall auch was weitermachen, dass wir alles schön machen können. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.